Ich hatte keine Gesellschaft erwartet. Diese Werkstatt ist solch ein Saustall. Wie unangenehm. Oh nein! Es scheint, als wäre uns die Zeit davongelaufen, Freunde. Wir haben nicht viel Zeit, Freunde. Ihr werdet mir dabei helfen, meine neueste und großartigste Kreation zu testen. Bevor ihr nun eure Meinung ändert, denkt daran, dass ihr mir etwas schuldig seid, nach dem Unfug, den ihr mit dem XT-002 angestellt habt. Warum habt ihr das jetzt gemacht? Habt ihr das Schild nicht gesehen, auf dem steht, diesen Knopf nicht drücken? Wie sollen wir die Tests abschließen, solange der Selbstzerstörungsmechanismus aktiv ist? Sanitäter! Ich kann das reparieren. Oder vielleicht auch nicht. Pah, was für eine Sauerei. Wunderbar! Das sind Ergebnisse nach meinem Geschmack. Integrität der Hülle bei 98,9%, so gut wie keine Dellen. Und weiter geht's. Ich präsentiere die VX-001 Antipersonenangriffskanone. Ihr solltet vielleicht in Deckung gehen. Faszinierend! Das nennt man wohl einen sauberen Abschuss. Notiz an mich selbst. Kanone äußerst effizient gegen Zellgewebe. Danke euch, Freunde. Eure Anstrengungen haben fantastische Daten geliefert. So, wo hab ich noch gleich... Ah, Jesus. Ist sie nicht atemberaubend? Ich nenne sie die überragende Luftkommandoeinheit. Ausgespielt. Das könnt ihr aber besser. Vorversuchsphase abgeschlossen. Jetzt kommt der eigentliche Test. Bestaunt seine Großartigkeit. Sonnt euch in seiner glorreichen Glorie. Ich präsentiere euch V07TR0N. Prognose negativ. Ha! Davon werdet ihr euch nicht mehr erholen, Freundchen. Es scheint, als wäre mir eine klitzekleine Fehlkalkulation unterlaufen. Ich habe zugelassen, dass das Scheusal im Gefängnis meine Primärdirektive überschreibt. Alle Systeme nun funktionstüchtig. Kampfmatrix verbessert. Werdet Zeugen außergewöhnlicher Geschwindigkeit.